Willkommen zum 16. Qualifying der World Grand Prix in diesem Jahr 2016 und ich darf Sie alle, euch alle ganz herzlich begrüßen. Heute nur eine Session, das heißt 10 Minuten Zeit für alle Fahrer, hier ja, die Pole für sich zu erobern. Wir sehen hier Pascal Polenz, der nach wie vor den Dauerabstinenten Jörn von Wendt ersetzt, für ihn einspringt, wie es ja offiziell heißt. Und wir sind sehr gespannt. Dadurch, dass wir hier nur eine Session haben, ist natürlich jetzt die das übliche Prozedere ein bisschen außer Kraft gesetzt und man muss hier gleich von Anfang an gute Runden hinlegen und vielleicht bei 10 Minuten, da wird es bei dem einen oder anderen auf einen langen Stint hinauslaufen bei den Baldwin-Reifen. Da sind wir doch sehr gespannt. Zur Ausgangssituation des heutigen Tages, sehr, sehr wichtig, wenn man auf die Meisterschaft guckt, denn es ist mal wieder ein Tag, an dem Alexander Quickström, einfach wenn er ein gutes Ergebnis holt, viele, viele Punkte gut machen wird auf Max Riedmüller, denn der ist nicht da. Er wird ab dem nächsten Rennen, was dann in Adelaide stattfindet, die letzten drei Rennen auf jeden Fall da sein. Das hat man mir jedenfalls mitgeteilt von Teamseiten. Aber er ist heute nicht anwesend. Das heißt für Alexander Quickström wieder eine Riesenchance, hier Punkte gut zu machen. Es gibt hierzu auch eine sehr interessante Umfrage, auf die wir dann nochmal eingehen werden im Rennen zu diesem Meisterschaftskampf, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Pole Position und da werden wahrscheinlich beide Meisterschaftskonkurrenten, der eine weil nicht da, der andere weil der Speed fehlt, keine Rolle spielen. Wir lassen uns aber jetzt einfach mal überraschen. Es sei noch dazu gesagt, dass der aktuell WM-Dritte, Luca Zorn, heute, der ja aus, weil er andere Termine hat, nicht mehr mitfahren konnte den Rest der Saison, wird hier heute, da wir ein bisschen früher fahren als sonst, die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen an diesem Rennen. Und der ist auch schon dabei und sind wir doch mal gespannt, ob er sich hier quasi jetzt versöhnlich aus dieser 2016er Saison verabschieden kann. Und wenn natürlich die hinter ihm sind aktuell in der Gesamtwertung, in den letzten Rennen nicht so gut punkten und er hier ordentlich Punkte mitnimmt, kann es sogar sein, dass er vielleicht seinen dritten Platz oder zumindest in den Top 5 bleibt. Denn da sind ja Pascal Polenz, Lukas Schmidt, Henry Hermsen und auch González Cativo da doch noch mächtig am Ranrücken, logischerweise, an Luca Zorn. Und man muss es ganz klar nochmal sagen, da sehen wir ihn direkt im Bild. Erster Sektor war sehr gut, jetzt der Dreher. Während Cativo vor Borrell im Moment liegt, hier kommt Quickström. Der schiebt sich auf die 5. Diese Runden, wie gesagt, noch mit, sagen wir mal, nicht so sehr entscheidendem Charakter. Was vielleicht noch ganz interessant ist, bevor ich gleich wieder auf Luca Zorn zurückkomme, ist, dass morgen Freeway hier so eine Art, fast halb Heimrennen hat, denn er ist ein absoluter Fan dieser Strecke. Da hat er mit Sicherheit so einen kleinen Motivationsschub, während Henry Hermsen hier Windschatten hat von Rinaldi, aber das wird ihm jetzt wenig nutzen, weil er da die Kurve natürlich überhaupt nicht fahren konnte. Für die, die den Kurs nicht kennen, vor allem durch die MotoGP bekannt, hier wurde auch mal Formula World Championship gefahren, für die Leute, die die R-Factor Factory früher verfolgt haben, die World Grand Prix ja indirekt die Nachfolgeserie zur Formula World Championship, die im Jahr 2015 eingestellt wurde. Zurück zum Renngeschehen. Daniel Bentenriede ist hier im Bild. Das Team von Johannes Michel, für das er nicht selber fährt, wird hier probieren, einen guten Saisonabschluss hinzubekommen. In den letzten 4 Rennen, 3 sind es nach diesem Jahr noch, Adelaide schon angesprochen, dann Malaysia und dann geht's nach Suzuka. Ja, González Cativo, das überrascht uns etwas, dass der jetzt vorne liegt. Allerdings, wie gesagt, ja, und kaum sage ich es, ist morgen Freeway, der auf seiner Lieblingsstrecke hier ordentlich Gas gibt auf der 1. Aber wie gesagt, die Zeiten eh noch
nicht sehr aussagekräftig, weil da doch noch mit mehr Benzin gefahren wird. Mal gucken, was Henry Hermsen hier macht. Sein erster ernstzunehmender Versuch, nachdem er im Verkehr war. Ja, der ist noch 15. hinten. Da geht es jetzt einfach darum, ja, die Reifen in dieses Fenster zu bringen, wo sie dann funktionieren. Man hat bei Baldwin nach wie vor diese Merkwürdigkeit, dass die Reifen erst nach ein paar Runden so richtig gut sind, während Luca Zorn, der sich hier auf die 1 schiebt, natürlich mit den Pironi-Reifen sofort Grip hat. Wirklich super Leistung von Luca Zorn, ist jetzt lange nicht mehr dabei gewesen, steigt ins Auto und zeigt hier direkt mal, warum er, und das muss man jetzt, nachdem Max Riedböller ja relativ oft gefehlt hat und natürlich auch nicht bei allen Rennen immer vorne war, wobei man schon sagen muss, dass er dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er in den letzten drei Rennen viele, viele Punkte jetzt holen wird. Da muss man schon sagen, da hätte Luca Zorn dieses Jahr wahrscheinlich eine der besten Chancen seiner Karriere gehabt, einen richtig großen Titel zu gewinnen. Aber das ist ihm ja leider verwehrt geblieben. Pascal Polenz jetzt auf der 2-Bändenräder, wie wir das kennen, in der Quali sehr stark. Mal schauen, ob sich das gleich auch noch sozusagen bewahrheitet oder verfestigt, wenn es dann in den entscheidenden Teil der Session geht. Dahinter ist dann Freeway, Cativo. Dann haben wir Borrell. Auch eines der neuen Gesichter. Ja, und dann müssen wir jetzt mal abwarten, wann denn die beiden Hermsens, die wieder als Favoriten gelten. Also alles andere als eine Doppelpole wäre fast schon eine Überraschung. Was die so machen, Hermsen schiebt sich zumindest mal auf die 4. Ui, und Polenz, das ist eine gefährliche Kurve, diese Einfahrt zu dieser langgezogenen Schikane, die dann beide Male am Kurvenausgang nach oben geht, also Steigung hat. Und diese Zielkurve, und hier sehen wir jetzt mal die Boxeneinfahrt, und da hat man gesagt, gut, wenn man mit zwei Rädern innerhalb der roten Linie ist, ist es im Rennen okay. Ich denke, das ist eine humane Lösung, weil sonst müsste man so stark abbremsen, wie eben gesehen bei Bentenrieder, dass das zu einem Unfall führen kann. Und das gab es ja auch. Damals in der Formula World Championship sind ja Ayrton Fink und Cooper McAllister, glaube ich, im Rennen sogar kollidiert. Einer von beiden wollte an die Box. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, welcher von den beiden. Auf jeden Fall einen australischen Crash. Das werden wir jetzt heute nicht erleben, denn in Australien fährt ja gar nicht mit. Lukas Schmidt schiebt sich auf die 2. Lukas Schmidt, das hatte ich, glaube ich, im letzten Rennen schon gesagt, auch ein Fahrer, dem muss man ein Riesenpotenzial zuschreiben, gerade im Hinblick auf nächstes Jahr, während wir einen CERN in langsamer Fahrt sehen, hat wahrscheinlich jemanden vorbeigelassen. Hermsen jetzt, mal gucken. Hermsen bei der Drift Challenge und deswegen auch nur 5. Aber wie gesagt, die starken Runden von denen beiden werden dann noch kommen. Hier haben wir einen neuen Fahrer, Camino Black aus Finnland. Sehr gespannt bin ich darauf, wie er sich hier präsentiert. Relativ kurzfristig ins Ziel gekommen. Und da sind wir doch gespannt, was er so zeigen kann. Im Austrian. Um das Team, wie gesagt, gibt es auch Gerüchte, ob es vielleicht verkauft wird, ob es in irgendeiner Weise nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr existiert. Alles offen, man hört auch nicht viel. Jetzt haben sie erstmal den neuen Fahrer hier geholt, der hier statt Yannick Schneider, der nicht dabei sein konnte, der auch kurzfristig absagen musste, aufgrund dieses verfrühten Termins heute, was natürlich für das Team sehr ärgerlich ist. Und Luca Zorn hat sich auf die 1 geschoben. 59 Sekunden vor Schluss. Lukas Schmidt auf die 3. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die beiden überhaupt noch eine Runde fahren können. Während Kevin Borrell zumindest mal im Bild war und auf Platz 5 liegt. So, Polenz. Leichter Rückstand. Hermsen jetzt auf der 3. Der hat noch eine Runde. Polenz, wenn ich mir das so anschaue, müsste eigentlich, wenn das Timing gepasst hat, jetzt auch noch eine Runde haben. Ja, und das Phänomen bei Phoenix ist wieder zu sehen. Die sind eigentlich im Vorfeld des Wochenendes
eigentlich immer in den Longruns sehr stark, aber Kativo jetzt auf der 8, Steven Lexo, den sehe ich da gerade gar nicht. Wo ist denn der? Also, er ist auf der 13. Also, die sind hier auch beide nicht so glücklich gewesen auf der Strecke eigentlich. Und morgen Freeway ist da am Rutschen. Und ist das jetzt Hermsen da hinten dran oder Polens? Das ist jetzt die Frage. Luca Zorn auf der 1. Holt er hier tatsächlich vielleicht die Pole? Das wäre ja wirklich unglaublich. Was ein Comeback sozusagen innerhalb der Saison, während Freeway richtig am Limit ist. Der will natürlich hier auf seiner Lieblingsstrecke was zeigen. Mal gucken, was die Zwischenzeit sagt. Der ist nur 2 Zehntel hinter der Zeit von Luca Zorn. Das ist nicht schlecht. Und wenn der Hermsen jetzt wirklich noch auf einer schnellen Runde ist, dann wird ihn das nur minimal Zeit gekostet haben. Er hat natürlich auch den Windschatten. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da geht es über die Linie quasi im Formationsflug. Das bringt doch mal richtig was für Hermsen und der fährt auf Pole. Und morgen Freeway nur in Anführungszeichen auf 7. Verbessert sich nochmal. Luca Zorn ist da hinten dran. Da hat der Hermsen es ähnlich gemacht, wie wir das in Monza gesehen haben bei González Cativo. Da hat er sich an Jörn von Wendt dran gehängt und fuhr ja sehr überraschend auf die 2. Nur wir wissen von Hermsen, er hat auch den Speed im Rennen. Pascal Polenz, da ist jetzt die Frage, ist er noch auf einer schnellen Runde? Zorn, das wird sie nicht die Runde, die ihn nochmal an die Spitze bringt. Kann er sich vielleicht, ja gut, zeitlich verbessern? Eher schwierig, nein, schafft er nicht. Und Pascal Polenz schiebt sich auf die 2. Hermsen Doppelpole, wie von mir ja quasi fast schon angekündigt. Glückwunsch an Hermsen Engineering. Ganz tolle Leistung mal wieder vom Team. Hier sehen wir González Cativo, der ist nicht mehr auf einer schnellen Runde, nur Achter. Das ist dann doch, würde ich sagen, fast eine Enttäuschung. Stefan Köhler auf der 15, Dittmar auf der 14. Ja, Lexo nur auf der 13, also da wird man nicht so ganz zufrieden sein. Zerne Black. Dann auf der 10 Michel. Wieder nicht so gut hinbekommen, das Qualifying. Bentenrieder dann auf der 9. Dann, wie eben gesehen, Kativo. Freeway auf der 7. Quickström auf der 6. Borel, der neue Mann, auf der 5. Glückwunsch dazu, starke Performance. Und dann haben wir Schmidt auf der 4 und Zorn auf der 3. Und dann, wie schon erwähnt, die beiden Hermsens. Wird sicherlich spannend werden. Das Rennen. Die Streckentemperatur etwas höher als noch vor dem Wochenende hier, beziehungsweise vor dem Rennwochenende hier. Also da war es die letzten Tage doch deutlich kühler. Könnte einige dazu verleiten, eventuell die falsche Strategie im Rennen zu nehmen. Man weiß nicht, ob eine Einstopp dann überhaupt möglich ist. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie hoch sind die Temperaturen, wenn das Rennen dann tatsächlich losgeht. Das sind alles Fragen, die werden wir dann ausführlich auf dem Weg ins Starting Grid nochmal erklären, nochmal durchgehen. Und ich verabschiede mich jetzt und freue mich aufs Rennen morgen.